Was geht, Leute? Endlich mal wieder ein neuer Vlog von mir. Lange nichts gehört, das hat seine Gründe. In den letzten Wochen stand bei mir tatsächlich sehr viel an. Erst war ich mit meiner Mannschaft auf Malle für eine Woche. Dann war ich durch Malle eine Woche außer Gefecht. Privat hatte ich leider auch so ein Thema, was nicht so rund lief. Darüber möchte ich auch eigentlich noch nicht sprechen. Und dann verging so ein bisschen die Zeit, ne? Und jetzt geht's für mich, aber dieses Wochenende mit meinem kleinen Körperchen zum World Cup Dome nach Frankfurt. Von daher hoffe ich, dass ich euch mit diesem Vlog durch ein richtig geiles Wochenende nehmen kann und wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß bei dem Video. So Leute, mein erster Stopp, könnt einmal raten, richtig Kaltgetränke holen. Freunde, ich sag euch, wie es ist. Auch zum ersten Mal heute Flix-Trail. Noch nie gefahren, mal schauen. Junge, und wir wurden belohnt. Ein Rewe genau vorm Hotel. Unser Hotel. Tschüss, Maxi. Ein bisschen Alkohol eingekauft. Jetzt zurück ins Hotel. Frisch aus Blavant importiert von meiner Oma, gibt es jetzt erstmal ein paar Shots. Mit dem Weg nicht ausgestattet. Wir gehen jetzt los. Abfahrt. Boah, als Grundlage jetzt erstmal Partei gönnen hier. Da sehe ich mich doch. Kleine Portion, aber wild. Ich will doch nur mein Ticket. Bitte gib mir mein Bändchen. Warum muss ich jetzt hier noch so lange warten? Wow, wir haben nur eine Stunde gewartet und ich habe nur unser Bändchen. Bodenlos, wie hier alle vordrängeln. Also ich sag euch, wie es ist. Schlange ist gelogen. Dreistigkeit siegt. Einfach vordrängeln. Und wir sind drin. Auf geht's, Leute. Bändchen am Start, hat geklappt. Wir sind drin. Padisch, der Junge holt jetzt erstmal eine Runde für uns. Finde ich super. Wir sind auf dem Gelände. Wow. Da sehe ich mich gar nicht. Bei Hardstyle bin ich raus. Schnell weiter, würde ich sagen. Oh, hallo. Hier Outdoor Stage. Outdoor Main Stage, sehr cool. Auf so einer Wiese, wo alle chillen können. Überall Essensstände, Getränke holen. Da ist die Bühne. Da ist das Stadion. Und bitte, was ich hier ausgegeben bekomme. Apfel, Wein, Cola. Ich habe wirklich alles gesehen. Apfel, Wein, Cola. Ganz, ganz verrückt. Von hier. Sie taumelt da rum und gibt mir ein Apfel, Wein, Cola aus.
zurück im Moxie. Kurze Planänderung. Wir fahren jetzt nochmal zum Hauptbahnhof. Essen holen. Geht so nicht. Wir gehen hier nicht schlafen ohne Essen. Also machen wir jetzt nochmal eine kleine Stadtrundfahrt. Wir sind eine Stunde durch Frankfurt gefahren, um da zu Mr. Pizza zu kommen. Wir haben es 1 Uhr und holen jetzt endlich unsere Bestellung ab. Guten Morgen, ey. So, Burger, Pommes. Du bist scheiße. Er ist so sauer. Ey, wir sind so weit gefahren, wir sind so Kackmenü. Scheiß drauf. Damit ich ein bisschen Krautsalat hab. Krautsalat? Bitte. Sind Pommes und Burger? Ohne Gabel. Super. Super. 1.45 Uhr, Tag 1, vorbei. Wir gehen ins Bett. Bis morgen. The next day. Was geht? Tag Nummer 2 in Frankfurt. World Club Dome. Wir sind jetzt wieder auf dem Weg zum Festivalgelände. Waren heute Morgen schon schön frühstücken, haben ein bisschen vorgeglüht. Und jetzt geht's wieder los bei SM Wetter. Fazit zu gestern. Steve Aoki, Dimmy und Like Mike. Super. War super. Wir sind hier gerade auf dem Weg zum Stadion, zum Festivalgelände und es ist gestört heiß. Wirklich gestört heiß. Da wir heute ein bisschen den ruhigen machen, zeige ich euch jetzt erstmal ein bisschen das Gelände. So sieht das hier aus. Auf jeden Fall kann man hier überall Getränke holen. Müsst ihr nur euer Band aufladen und dann könnt ihr einfach überall hingehen und euch Getränke holen. Cool Stage, es ist so auch nochmal voll heute. Boah, ich hätte auch so Bock, da im Pool zu chillen. Aber nee, ey, da wird mir wieder alles geklaut oder so. Ja, Laila! Oh, wir sind bei der nächsten Stage angekommen. Power Stage. Irgendwelche versteckten Bühnen irgendwo, die nicht mal eingezeichnet sind. Nächste Stage, Dixie Stage. Durch die Toiletten durch, auf die Stage.
einen kurzen Tapetenwechsel. Cool Stage. Cool. Indoor war ein bisschen zu viel Rohr. Deswegen nochmal einen kleinen Tapetenwechsel. Cool Stage. Ich weiß nicht, wer hier auftritt. Aber Timmy Trumpet war ein bisschen zu doll. Man kennt ihn. Mal wieder völlig aus dem Ruder gerissen. Ey. Mit der Lanze. Der Junge will nur Gore hören, Mann! So, kleiner Mitternachtsdrink. Süßkartoffelpommes mit Ketchup. The next day. Tag 3. So startet man noch in den Tag. Mit Frühstück. Geil. Wir sind wieder auf dem Weg. Gruß. Ey, was ich hier in Frankfurt zu trinken kriege, ist respektlos. Apfelwein Gold. Was auch immer das ist. Jetzt geht's rein. WW. Wir gehen rein. Just the fucking first!
The next day. Es geht, Leute. Tag 4 in Frankfurt. World Club Dome ist zu Ende und wir fahren heute nach Hause. Wetter ist tipptopp, aber unser Zug geht von erst um 18 Uhr. Es ist 23.30 Uhr und ich bin endlich wieder in Berne. Ich bin geisteskrank tot. Ganzen Tag in Frankfurt verbracht, nur gewartet, bis der Zug endlich fährt um 18 Uhr. Das war echt super anstrengend. Aber kurzes Fazit, World Club Dome, wie jedes Jahr, super. Wirklich super. Einfach geil. Ich bin ja nicht so ein Festival-Typ, aber mit Hotel und ganz entspannt, guten DJs, war wirklich klasse. Leider war ich ja von Malle noch etwas angeschlagen. Ich bin auch immer noch recht erkältet. Aber ich hoffe trotzdem, dass ich euch ein paar Einblicke gewähren konnte. Ich habe jetzt nicht so viel gelabert. Aber ich habe euch einfach mal so ein paar Szenen von den DJs aufgenommen, wo wir da so waren, auf welchen Bühnen und so. Und ja, vielleicht wird es ja was. Boah, es ist jetzt schon richtig dunkel, aber ich rede trotzdem einfach mal weiter, damit ihr Bescheid wisst. In den nächsten Wochen habe ich Klausurenphase. Da wird wahrscheinlich nicht so viel kommen. Aber danach ist es ja auch schon fast endlich soweit. Dann geht es schon fast nach Amerika. Und die Amerika-Vlogs kommen. Deswegen bleibt gerne am Ball. Und wenn euch die Videos gefallen, wisst ihr, was ihr zu tun habt. Gerne kommentieren für den Algorithmus. Daumen nach oben. Abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Haut rein.